Enttäuschung, Frust und Ratlosigkeit in den Gesichtern der Spielerinnen. Statt dem erhofften ersten Saisonsieg gab es nach 68 Minuten erneut eine 0:3 Pleite gegen den Köpenicker SC. Ja, ich bin ziemlich enttäuscht. Wir haben uns viel, viel mehr vorgenommen. Wir haben sehr, sehr gut trainiert die ganze Woche. Auch sehr viel Abstimmung trainiert und das hat heute überhaupt nicht funktioniert. This one hurts pretty bad because we still have not won a set. So we've gone 3 matches without winning a set, which is pretty disappointing. Zu Beginn eines Satzes zeigte sich das VTR Rubis Hamburg von seiner guten Seite. Viele starke Angriffe hatten stetige Führungen zur Folge, die allerdings gegen Mitte eines Satzes leichtfertig hergegeben wurden. Stellungsfehler und insbesondere die Annahmen haben Köpenick immer besser ins Spiel kommen lassen. Beste Punktesammlerinnen auf Seiten der Hamburger waren Annika Brinkmann und Sarah Emmerman mit jeweils 9 sowie Mannschaftsführerin Imke Wedekind mit 7 Punkten. Viel zu wenig für den erhofften Sieg. Zumal weil es ähnliche Verläufe in jedem Spiel waren und wir leider auch in diesem Spiel wieder keine Verbesserung auf dem Feld zeigen konnten. Wir haben im Training schon enorme Fortschritte gemacht und ein ganz anderes Niveau gezeigt. Aber heute fing es ja mit einer sehr schlechten Annahme an. Wir haben also zu keiner Zeit eine sehr gute Annahme gehabt oder zumindest mal eine passable Annahme. Und daraus resultierend natürlich auch im Spielaufbau Probleme gehabt, in der Chancenauswertung, im Angriff auch zusätzlich noch viele Fehler produziert. Also wir sind dann so ein bisschen ins Bodenlose gefallen. Nach 3 Spieltagen steht das Team von Helmut von Soesten mit 0 Punkten und 0:9 Sätzen auf dem letzten Tabellenplatz. Aufgeben will der 49-Jährige aber noch lange nicht. Wir werden keine Übermannschaft haben vielleicht dieses Jahr in der Liga und wir werden keine klare Abschlussmannschaft haben. Vielleicht sind wir das im Moment, ja so sieht es ja aus nach 3 Spieltagen, aber daran glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass wir so weiterspielen werden wie bisher. Wir werden uns entwickeln, wir werden auch mit den stressigen Situationen klarkommen. Wir werden auch bessere Spiele machen, weil wir es im Training schon schaffen. Jetzt gilt es nur, das aufs Spiel umzusetzen und mit dem Druck klarzukommen, den wir haben. Naja, wir müssen einfach den Kopf hoch, weiter geht's, es ist nichts verloren. Es sind noch viele Spiele, die Saison überkommen. Wir müssen einfach an unseren Stärken arbeiten. Nächster Gegner ist erneut der Köpenicker SC, diesmal allerdings im DVV-Pokal. Das weckt Erinnerungen an die letzte Saison. Nach 4 Niederlagen folgte das Pokal aus gegen die Berliner. Davon will man sich aber nicht beunruhigen lassen. I'm positive for this team because I think that we work hard and we have good training, so we will go back to the gym and back to the video and see what we did wrong. I'm not scared that we'll be the same as last year. I still am positive for this team because of the girls on the team and that we will work hard to get out of this. Das Achtelfinale des DVV-Pokals findet am Mittwoch, den 6. November um 20 Uhr vor heimischer Kulisse in der CU Arena statt. Bleibt zu hoffen, dass nach der harten Arbeit der vergangenen Wochen diesmal der Befreiungsschlag gelingt.